Innerhalb weniger Wochen wollte Wladimir Putin die Ukraine erobern, rechnete mit keiner großen Gegenwehr. Aus diesem Plan wurde aber nichts. Der Widerstand der Ukrainer und die Unterstützung aus Europa und den USA sorgen dafür, dass die russischen Truppen derzeit zurückgedrängt werden. Als Reaktion veranlasste Putin kürzlich eine Teilmobilisierung, zog Hunderttausende Reservisten in die Armee ein. T-Online zeigt, woher diese neuen Soldaten kommen und welche Bevölkerungsteile es am stärksten trifft. Rund 300.000 neue Soldaten sollten im Rahmen der Teilmobilisierung eingezogen werden. Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu versprach, nur knapp 1,2% der landesweiten Reservisten einzuberufen. Dabei gibt es allerdings deutliche Unterschiede zwischen den Regionen. Der unabhängigen russischen Investigativgruppe Conflict Intelligence Team liegen Daten für 53 der 87 Regionen vor. Dabei zeigt sich, dass beispielsweise in Perm nur 0,19% der Reserven mobilisiert wurden. Auch Städte wie Nowosibirsk, Moskau oder St. Petersburg liegen unter dem von Shoigu angegebenen Mobilisierungsziel. Ganz anders sieht die Lage in Krasnojarsk aus. Dort wurden fast 5,5% der Reservisten eingezogen. Auch Regionen wie Bojazien, Dagestan oder Wladimir weisen Werte auf, die deutlich über dem von Shoigu verkündeten Zielwert von rund 1,2% liegen. Die Gründe dafür sind unklar. In Regionen mit hoher Mobilisierung könnten mehr Reservisten mit Kampferfahrung leben. In Krasnojarsk wurden beispielsweise zahlreiche Nationalgardisten. In Bojazien sind ständig 3 Brigaden der Reserve stationiert. Ebenfalls möglich ist, dass die lokalen Militärbüros einen guten Eindruck im Kreml hinterlassen wollen und von sich aus mehr Reservisten einziehen als gefordert. In Krasnojarsk haben sich laut Informationen des Conflict Intelligence Team bereits Betreiber landwirtschaftlicher Betriebe beschwert, dass ihnen nun zu viele Arbeitskräfte fehlen, die als Reservisten eingezogen wurden. Ein klarer Trend der Mobilisierung wird in dieser Grafik deutlich. Hier wird der Anteil der mobilisierten Reserve und das durchschnittliche Einkommen der russischen Regionen gegenübergestellt. In fast allen Regionen, in denen das Durchschnittseinkommen über dem für ganz Russland liegt, wurden weniger als die anvisierten 1,2% der Reservisten mobilisiert, so wie etwa in Moskau, St. Petersburg oder Sachalin. Die Regionen mit dem höchsten Mobilisierungswert liegen alle ein gutes Stück unter dem russischen Durchschnittseinkommen, so wie eben Krasnojarsk, Bojazien oder Dagestan. In ärmeren Regionen wurden also in der Regel deutlich mehr Reservisten eingezogen als in wohlhabenden Teilen Russlands. Nur 3 der Landesteile über dem Durchschnittseinkommen weisen einen Mobilisierungswert von mehr als 1,2% auf. Für Menschen in ärmeren Regionen kann die Armee ein Weg zum sozialen Aufstieg sein, ein sicherer Arbeitgeber. Vielleicht wurde sich dort weniger Unmut gegen die Einberufungen erwartet. In Dagestan kam es allerdings zu heftigen Protesten gegen die Mobilisierung. Die Menschen dort haben Angst, noch mehr Angehörige und geliebte Menschen zu verlieren, denn der Krieg fordert zahlreiche Todesopfer. Diese Grafik zeigt, wie stark die Sterblichkeit in den verschiedenen Regionen Russlands seit Kriegsbeginn gestiegen ist. In Dagestan meldet das Conflict Intelligence Team eine Steigerung von 105%. Mehr als 300 Menschen sind hier bereits dem Krieg zum Opfer gefallen. Nordossetien und Bojazien melden Steigerungen der Sterblichkeit von über 90%, in Tuwa sind es 61%. Zahlreiche weitere Landesteile liegen zumindest über einem Wert von 20%. Steigt die Anzahl der toten russischen Soldaten weiter und mobilisiert Putin in den kommenden Monaten erneut Hunderttausende neue Reservisten, könnten Proteste wie die in Dagestan deutlich zunehmen. Denn schon jetzt regt sich Unmut in der Bevölkerung, gerade in Regionen, in denen deutlich mehr mobilisiert wurde.